Die Welt zu einem besseren Ort für heutige und zukünftige Generationen machen. Böhringer Ingelheim verfolgt dieses Ziel konsequent. Klimaschutz wird, wo immer möglich, in den Arbeitsalltag integriert. Ein Beispiel: Auf dem Firmengelände wurde die Selz mit großem Aufwand renaturiert und für die Mitarbeiter werksnah eine Promenade geschaffen. Wir bei Böhringer Ingelheim haben das Ziel, die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern. Umwelt- und Klimaschutz gehören da untrennbar dazu. Denn nur gesunde Menschen und Tiere können auf einem gesunden Planeten leben. Deshalb schaffen wir die Voraussetzung, dass alle unsere Mitarbeiter jeden Tag einen Beitrag leisten können. Zum Beispiel dann, wenn sie mobil sein müssen. Böhringer fördert klimafreundliche Transportmittel. Kostenlos ein Fahrrad leihen, das geht problemlos an der Bike-to-Share-Station. Mit dem Fahrrad kann sich jeder auf dem Werksgelände frei bewegen. Wir als Unternehmen möchten natürlich, dass unsere Mitarbeitenden sich so klimafreundlich wie möglich bewegen. Und deswegen sind wir hier in Ingelheim nicht nur sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden, sondern sind auch vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub als fahrradfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Biokraftwerk und Solarenergie. Böhringer Ingelheim verbraucht nur noch grünen Strom. Die Firma setzt auf energieeffiziente Gebäude mit intelligenter Steuerung, Wärmenutzung und Photovoltaik. So entstehen immer mehr klimafreundliche Arbeitsplätze. Das gilt sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude. Und dies betrifft vor allem moderne Dämmungen, intelligente Klimatechnik, intelligente Gebäudetechnik und vor allem auch den konsequenten Einsatz von Grünstrom, und der mittlerweile auch zum Standard gehört. Mehr als 4000 Essen produziert die Böhringer Kantine täglich. An der Klimatheke werden klimafreundliche und saisonale Speisen von regionalen Lieferanten serviert. So sparen wir immer mehr eine ganze Menge an CO2, weil wir die Verpackung sparen, die Transportwege weniger sind, das Fleisch regionaler ist. Die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit meistern. Böhringer Ingelheim hat diesen Weg längst eingeschlagen.